Willkommen zu einem neuen TagView-Vlog und diesmal soll es um das Geeks-System gehen. Ist das nur was für Geeks oder ist das ein totaler Reinfall? Nun ja, überzeugt euch selber. Ich habe das jetzt runtergeladen. Es gibt das in verschiedenen Versionen zum Installieren oder Runterladen. Einmal als ISO-Image für den USB-Stick oder eben auch als virtuelles Image, was ich jetzt hier laufen habe. Und es kommt mir so vor, als ob es irgendwie zusammengeschustert worden ist und ja, von einem automatischen Skript zusammengehauen worden ist und dann nur einmal hochgefahren worden ist und noch nicht mal alles ausprobiert worden ist. Denn es wirkt so ein bisschen unfertig. Klar, es ist ein GNU-System, aber das heißt ja nicht, dass es komplett unfertig sein muss oder unfertig wirken muss. GNU-Sense beispielsweise zeigt ja auch, dass das auch wunderbar funktionieren kann. Wir werden begrüßt von einem XFCE-System, werden direkt eingeloggt und hier habe ich jetzt hier als Guest bin ich eingeloggt und ich kann sehen, wenn ich hier mal mein UNMA ausführe, dass es hier ein Linux GNU Kernel 5.4.31 ist. Das ist ein spezieller Libre-Kernel, der also befreit worden ist von den Binary Blobs. Das heißt mit anderen Worten, er entspricht eher dem freien Software-Gedanken, hat aber dann natürlich auch Nachteile. Bei einigen Hardware-Komponenten wird er überhaupt nicht laufen. Oder euer WLAN wird nicht funktionieren. Apropos WLAN nicht funktionieren, da kommen wir schon zu einem ersten großen Problem. Es gibt keinen Netzwerkmanager, der irgendwie installiert wäre. Also wir haben hier oben nur die Lautstärkeregelung. Die Sprachauswahl habe ich jetzt hier hinzugefügt für das Terminal, für die Tastatur, um da was zu wechseln. Und wir haben einen Kalender. Und dann können wir den User noch abmelden oder den Bildschirm sperren. Das System kommt in Englisch daher, es kommt mit für virtuellen Desktops daher. Wir haben ein paar Anwendungen hier, unter Settings können wir was einstellen, aber wir haben in Sachen Netzwerk keine Möglichkeit, irgendwas einzustellen und müssten dann eben versuchen, den Netzwerkmanager nachzuinstallieren oder irgendwie was anderes, um ins Internet zu kommen. Also wir brauchen LAN-Kabel mit hoher Wahrscheinlichkeit, so wie ich das jetzt hier in meiner virtuellen Maschine gemacht habe. Aber mit WLAN kommt man nicht weit. NMTUI oder Network Manager im Groben ist sowieso nicht installiert. Ja, das Hauptfeature vom Geeks-System ist eben der Geeks-Paketmanager. Ich habe hier schon mal mit Geeks Pull-Updates gezogen. Ich kann nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Ich habe ein kleines Video zu gemacht, dass das ganze System dann mal auch aktualisiert, weil ich erstmal gedacht habe, okay, vielleicht macht es Sinn, mal das System zu aktualisieren, um zu gucken, ob sich ein paar Sachen ändern, ob sich ein paar Sachen verbessern. Das ist leider nicht der Fall. Es ist ein bisschen was komplizierter. Man kann natürlich mit Geeks Install auch was installieren. Wir können auch was suchen. Wir können zum Beispiel nach Netzwerk Manager suchen. Network Manager heißt er. Und werden dann auch fündig. Und den können wir dann auch installieren. Und dann kann man das System ein bisschen was besser verwenden, würde ich mal behaupten. Was mich ein bisschen irritiert ist, bei der Suche kann es manchmal sein, dass er ein paar Sachen rausfiltert. Ich weiß gar nicht, ob dieser Network Manager, ob dann das auch das NM-Applet, also das GNOME-Applet, was ja hier für den XFCE-Desktop dann sicherlich interessant ist, auch mit beinhaltet oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich sehe auch nicht, ob das Paket schon installiert ist. Ich sehe einfach nur, dass das Paket da ist, was das für eine Architektur ist. Also zwei Architekturen gibt es dort, was für Abhängigkeiten es dazu gibt. Und wo das Paket liegt, wo die Homepage des Paketes ist, die Lizenz sehe ich und eben eine kurze Beschreibung. Aber man kann auch hier Geeks Search Less, um alle Resultate uns anzeigen zu lassen. Das können wir auch nochmal machen. Und dann kriegen wir... okay, das habe ich ja noch nicht gewusst. Dann kriegen wir tatsächlich neben dem Network Manager auch noch Network Manager VPNC angezeigt, Network Manager OpenVPN, Network Manager OpenConnect, also für die Sachen, die das brauchen, oder Network Manager Applet, das ist eben das, was wir brauchen. Und ja, okay, das ist natürlich blöd, also dass man dann Less noch laufen lassen muss. Nun ja, aber wir können ja mal hier den Network Manager Applet installieren. Das müsste uns auch den Network Manager dann direkt ziehen. Und alles, was wir brauchen, um eben ins Netzwerk zu kommen. Ich möchte das so ein bisschen simulieren und vielleicht auch mal einen Vorschlag geben für die Geeks-Leute, was die vielleicht doch vorinstallieren sollten bei solchen Systemen. Obwohl, okay, da wird jetzt eine ganze Reihe nachgezogen, wie auch Policy Kit, Modem Manager und sowas. Also, na okay, vielleicht haben sie den weggelassen, um ein bisschen was mehr Speicher zu sparen. Aber heutzutage haben wir doch alle ordentliches Internet und da sollte es doch keine Probleme geben, da auch mal ein Gigabyte runterzuladen.
in Sachen Image, um halt eben ein vernünftiges Desktop-System zu haben. Nun ja, lassen wir das im Hintergrund mal laufen und den Geeks Paketmanager schauen wir uns gleich nochmal an. Ich würde mich mal wundern, vielleicht schauen wir uns direkt mal an. Dann lassen wir nochmal laufen und gucken, ob die Suche dann nochmal funktioniert, weil ich habe zum Beispiel, das kann ich ja mal zeigen, weshalb ich denke, dass es ja einfach schlecht vorkonfiguriert oder man hat da wenig Arbeit reingesteckt ist. Okay, Dateimanager startet und das erste, was ich machen möchte, wenn ich zum Beispiel eine Datei aus meinem Netzwerk abspielen möchte, ich gehe auf Browse Network und ich kriege dann failed open slash on Punkt. Und habe also auch keine Möglichkeit, hier ins Netzwerk zu gehen, auch wenn ich hier manuell SFTP eintippe, kann ich da auch meine Adresse eintippen und es wird nicht funktionieren. Es funktioniert aber nicht, weil das Plugin, das GVFS Fuse Plugin, wenn ich mich nicht komplett irre, hier nicht drin ist. Und jetzt denken sich einige, okay, muss man es einfach nachinstallieren. Aber wenn man hier mal GUIX Search GVFS, jetzt habe ich natürlich gelernt, ich muss das mit less machen, dann kriege ich mehr Informationen angezeigt. Dann haben wir hier GVFS und das war es dann auch. Ich sehe auch gar nicht, ob es installiert ist. Und jetzt sagen einige, ja, da gibt es doch den Kommando GX Package List Installed. Ja, das zeigt mir hier, ich habe PCManFM Qt installiert. Das ist die Version, die ich installiert habe, wo ich auch ausprobiert habe, mit PCManFM vielleicht dann auf die Netzwerksachen zuzugreifen. Und den habe ich auch installiert. Können wir mal starten hier, PCManFM Qt. Und ja, hier sieht der PCManFM Qt so aus. Und da habe ich auch schon mal versucht, mit SFTP vielleicht auf meine Freigaben zuzugreifen, aber da sagt er Operation not supported und ich habe auch hier, wenn ich bei Places Panel reingehe, jedes zweite, wo ich draufklicke, sagt mir Operation not supported oder zeigt mir nichts an, was so ein bisschen auch kaputt aussieht. Das heißt, er listet mir zum Beispiel nicht die Pakete auf, die jetzt im System selber installiert sind, also das XFCE-System Thuna als Dateimanager und ob GVFS überhaupt installiert ist, habe ich keine Ahnung von. Jetzt sagen einige, vielleicht musst du das als Root ausführen. Okay, habe ich auch schon gemacht. Und da seht ihr, gleiches Problem. Versuchen wir es mal als richtiger Root auszuführen. Und da werden wir auch sehen, haben wir das gleiche Problem. Also es wirkt, da ist nichts installiert bei Root. Es wirkt so ein bisschen seltsam. Also ich verstehe den Paketmanager vielleicht auch falsch. Ihr könnt mir ja natürlich da das Ganze berichtigen und sagen, wie das hier funktionieren soll. Aber wie finde ich raus, was für Sachen ich auf dem vorinstallierten Image schon installiert habe? Ja, außer da mal zu suchen oder was einzugeben. Ich habe keine Ahnung. Nun ja. Das ist der Webbrowser. Das andere ist, das ist der Dateibrowser. Das andere ist der Webbrowser. Wenn ich darauf klicke, sagt er mir Choose a Preferred Application. Und ja, da könnte man sagen, okay, vielleicht haben sie den Webbrowser vergessen, da den Firefox einzustellen oder was. Können wir nach Other suchen, aber es ist halt einfach keiner installiert. Es ist einfach kein Webbrowser vorinstalliert. Und dann frage ich mich, was zum Geier, wie kann man denn heutzutage noch eine Linux-Distribution ausliefern? Selbst eine minimale Linux-Distribution kommt doch zumindest mit einem Webbrowser daher, um zumindest Hilfe irgendwo zu erlangen. Aber hier ist noch nicht mal ein Webbrowser installiert. Und gleiches ist hier bei dem Link hier. Und ich lüge euch nicht. Geht mal auf Accessories. Da seht ihr hier, ist nichts. Ist nur das Thuna File Manager und der PCManFM drin, den ich nachinstalliert habe. Ristretto als Build Viewer. Und das war's. Das Terminal. Das ist alles. Da ist also kein Browser mit dabei. Gut, Quick Search Firefox habe ich gedacht. Und nee. Okay. Mit less, dann kriegen wir wahrscheinlich noch mehr angezeigt. Firefox Decrypt gibt es auch noch. Python, PyFXA und IceCat. Ah, okay, zumindest IceCat kann man sich herunterladen. Das ist die freie Version oder die freiere Version des Firefoxes. Auch in einer, ich glaube, das ist die LTS-Version 68.7, kann man sich also herunterladen, wenn man dann möchte. Und mich würde mal interessieren, kann ich das machen, den IceCat runterladen, während ich hier was runterlade? Ach so, hier ist schon der Network Manager heruntergeladen. Und ja, und dann gibt es auch einige Hints. Consider setting the necessary environment variables by running GUIX Profile, bla bla bla. Und ja, gut, das machen wir dann mal. Also man muss da auch irgendwie sehr stark Hand anlegen und kann dann das Network Manager Applet laufen lassen. Da ist es jetzt, das Network Manager Applet. Network Manager is not running, okay. System CTL gibt es nicht, weil hier ist eben kein
System D zum, im Einsatz. Das heißt, hier können wir per Service eventuell. Oder man muss es dann ganz klar. Na, etc. Init D haben wir hier auch nicht. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Das etc-Verzeichnis auch. Wo haben wir denn das, unser Init-System? Wie kann ich denn hier jetzt einen Daemon starten, also einen Dienst starten? Service ist es ja anscheinend nicht als Kommando. Und da bin ich jetzt auch so ein bisschen aufgeschmissen. Das heißt, ihr seht, ohne einen Webbrowser kann ich jetzt noch nicht mal suchen, wie ich das jetzt machen kann, wie ich hier unter dem Geek-System einen Dienst starten kann. Und ja, Services sehe ich hier gerade. Aber das macht auch nichts. Etc. Services. Das ist eine normale Datei. Und da sehe ich, ja, okay. Services added for the Debian GNU Linux Distribution. Ja. Also, ich habe keinen Plan, wie ich jetzt diesen Dienst, den Network Manager Dienst eigentlich starten kann. Und ich weiß auch gar nicht, wo der installiert worden ist. Ich gehe mal davon aus, dass der irgendwo hier im GUIX-Profil gelandet ist. Genau, und dann hier wahrscheinlich auch irgendwo. Hier ist das NM-Applet drin und so weiter und so fort. Und meine anderen Programme drin. Seht, hier fehlen auch Icons für im Standardprofil des Dateimanagers schon fürs Hoch- und Runtergehen. Also, ich weiß es nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Also, wenn ich das so sehe, dieses unfertige Geek-System, hätte ich mir auch sagen können, bleibt beim Paketmanager, macht den Paketmanager und gibt keine Distro raus, weil das ist Mumpitz. Das ist, oder wenn ihr eine Distro rausgibt, dann mindestens mit Sachen, die funktionieren, so ein bisschen oder halbwegs eine Dokumentation, womit ich was anfangen kann zum System selber. Aber wenn ich das noch nicht mal habe, wenn ich noch nicht mal einen Browser habe, jetzt habe ich einen Browser installiert, jetzt kann ich, glaube ich, Firefox auswählen, ja, IceCat auswählen. Und dann startet mir auch schon der IceCat und dann kann ich ja, da habe ich sogar, guckt euch das mal an, da habe ich sogar hier ein paar Top-Sites, GNU, Triskel auch eine gute Linux-Distribution, auch eine gute GNU-Linux-Distribution, GNU, FSF, LibrePanet, keine Webseite zum GUIX-System selber, suchen wir mal GUIX, nutzt DuckDuckGo standardmäßig, wir haben hier LibreJS schon vorinstalliert, schöne Sache. Ich glaube, diese Bookmarks kommen vom IceCat selber, aber wenn man, also ich verstehe es wirklich nicht. Und da wird also jetzt hier virtuelle Maschinen, Login Access und virtuelle Maschinen, Started with GUIX System, wird hier einem angeboten und angepriesen. Aber wirklich, Leute, das kann echt so nicht sein. Es muss doch wirklich eine OS-Config-SCM, okay. Das können wir mal suchen. Da steht also die drin, wie das ganze System konfiguriert ist. Wahrscheinlich, also ich hoffe mal, dass es unter etc zu finden ist. Okay. OS, etc, OS. Das ist noch nicht mal ein OS-Release-Datei dabei oder sowas. Oder LSB ist auch nicht installiert. Dann suchen wir mal wirklich auf etc nach der os-config-scm-Datei und die ist dort auch nicht zu finden. Also es ist ein bisschen ein Rätselraten und ich weiß nicht, also für Anfänger ist das ein Horror, sich damit, auch selbst für als fortgeschrittener Linux-Nutzer, wenn man sich das mal anschaut, ist das nicht sehr, sehr, sehr schön. Anscheinend gibt es GNOME auch als Oberfläche, kann man sich nachinstallieren, wie es hier aussieht. Und ein Tiling Fenster Manager ist mit dabei, Sway in dem Fall, läuft auf Wayland, glaube ich. Und wir haben hier Enlightenment in irgendeiner Version auch drauf. Das, was ich natürlich normalerweise mir immer sehr wünsche, ist ein KDE-System zu haben, aber auch das ist nicht wirklich möglich.
Wenn ich also jetzt hier einfach mal GUIX Search Plasma eingebe, dann habe ich jetzt gelernt, ich muss das Less dranhängen. Kommt das Plasma Framework, die Grease Icons, Libcar Screen, Eliza und eine ganze Reihe von Plasma-Anwendungen, KMail, KDE Frameworks Integration, Attica, Libcar Sysguard, Car Decorations und so weiter und so fort. Aber wenn ich den Plasma Desktop haben möchte, finde ich dazu nichts. Und das gleiche auch beim Workspaces. Also ich glaube, Upstream wird es ja Workspaces genannt. Plasma Workspace nix. Also ich kann den Plasma Desktop nicht nachinstallieren, aber ich könnte in der Theorie zum Beispiel das Console-Programm herunterladen von also der KDE Plasma-Konsole. Und das würde dann auch ein bisschen was dauern, bis das Ganze komplett heruntergeladen ist. Also Paketauswahl ist so ein bisschen getrübt. Sound standardmäßig kann ich nichts, habe ich nichts zum Abspielen von. Der Thuna ist so halb nutzbar. Ich kann zumindest Bilder anschauen mit Ristretto. Und ihr seht jetzt Letter, also sehr, sehr viele Sachen runter. Das Terminal ist auch so ein bisschen, ich kann nicht hochscrollen, der geht direkt runter. Deshalb will ich Konsole eigentlich installieren. Nun ja, es ist so ein bisschen, also man muss sehr, sehr viel Handarbeit anlegen. Es ist nicht einfach mal so, oh, ich teste mal aus und dann. Also ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ihr das Geek-System ausprobieren wollt, dann seid ihr besser bedient tatsächlich mit. Das einfach mal auf eurem normalen System zu installieren, vielleicht einen neuen Account anzulegen oder jede andere Linux-Distribution auszuprobieren, Geeks einfach mal draufzupacken und dann Pakete nachzuinstallieren und zu gucken, wie man damit Sachen handeln kann als alternatives Paketsystem eventuell, um vielleicht auch neuere Software zu bekommen. Aber ja, so neu ist die Software hier jetzt auch nicht, die ich jetzt hier gesehen habe. Der Desktop an sich und das Geek-System selber ist sehr schlecht vorkonfiguriert. Da muss man sehr, sehr viel Handarbeit dranlegen. Ich weiß noch nicht mal, was für ein Init-System hier verwendet wird. Ja, keine Ahnung, wie ich Dienste überhaupt starten kann und so weiter und so fort. Das, was man zugutehalten muss dem System, ist, dass das Geeks, dass der Geeks-Paketmanager gut funktioniert. Da gab es also keinerlei Probleme, was das angeht. Und das zumindest hier zum Beispiel die Display-Auflösung, ich die setzen konnte in der virtuellen Maschine, was eine tolle Sache ist. Und ja, ich konnte auch die hier das hinzufügen, also dass ich hier meine Tastatur wechseln kann, das Layout wechseln kann. Aber das war es dann auch schon. Deshalb lasst die Finger vom Geek-System zumindest, was die Distro angeht. Nutzt lieber den Paketmanager, probiert damit einfach mal rum auf jeder anderen beliebigen Distribution. Aber was das Geek-System angeht, selbst für erfahrene Nutzer ist das einfach, das ist nicht nur Barebones, das ist Hardcore, das ist was für die langen Nächte, wenn man mal ausprobieren möchte und herumexperimentieren möchte. Aber ohne Dokumentation, ohne einen funktionierenden Browser vorauszuliefern und mit einem ja, kaputt vorkonfigurierten Desktop, also selbst die Icons sind ja hier nicht sichtbar, ist eigentlich eine Frechheit und. Das muss man denen um die Ohren hauen und das muss man denen wirklich tatsächlich auch so sagen. Das war's für meinen kurzen Blick auf Geeks. Ich hätte mir gewünscht, dass ich da Besseres von der Geeks-Distribution euch zeigen kann, aber das ist leider das, was ich euch zeigen muss. Und deshalb würde ich da sagen, Geeks als Paketmanagement-System gut, aber als Distro zum Anschauen, nee, also wirklich, das ist eine Zumutung.